Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute, ich werde es auch wahrscheinlich gerade bemerken, ich, ja, die Soundqualität. Ich habe nämlich ein neues Mikro, mit dem ich das gerade aufnehme. Das ist Samsung Q2U dynamisches Gesangsmikrofon. Also, es ist kein Gesangsmikrofon, es ist ein Podcasting eher so. Und, ja. Ich will für heute das neue Spiel. Also nicht, es ist gar nicht neu, aber es ist jetzt neu im Trend, so kann man sagen. Shotgun Farmers vorstellen. Ja. In der letzten Zeit hat man das wahrscheinlich, habt ihr es überall auf TikTok gesehen, überall halt, weil es jetzt in letzter Zeit etwas im Trend ist. Und ja, ich dachte mir, ich mache mal ein Video drüber. Ich werde auch mit Roman Videos machen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen. Und ja. Viel Spaß mit dem Video. So. Ah ja, weil es gibt auch verschiedene Waffen. Das war gerade die M16, das ist eine Burst. Da gibt es auch einen Revolver, den habe ich jetzt ausgesehen. Ach, scheiße. Ja, der ist jetzt, da wollte ich gerade aufheben und euch zeigen. Hier, das ist die M16, das ist eine Burst. Kann man auf Long Range spielen und halt, kannst du eigentlich überall spielen. Ich finde es eine ziemlich nice Waffe. Ah, da wächst doch nichts. Und ja, zeig euch sie mal. Also, die schießt so Burst Shots. Und macht ziemlich viel Schaden. Scarecrow dann wandert auf. Kann ja wirklich ein One-Bursten. Jetzt den. Und es gibt auch den Tomato-Launcher. Der macht One-Hit, wenn du triffst. Aber ist natürlich schwer zu treffen. Ich habe jetzt einen Assist da bekommen. Und wir spielen gerade irgendwie Capture. Keine Ahnung. Irgendwie so heißt das. Irgendwas Capture. Und dann müssen wir halt diese Felder capturen. So. Wenn wir da hochgehen. Und die Pump, die kriegt man immer am Anfang. Und ich finde es sogar einer der besten Waffen auch. Weil du einfach so verdammt viel Schaden machst. Du musst einfach eben so einen chilligen Hit geben. Gar nicht, ist nicht mal hart, ihm irgendwie so einen One-Pump zu geben. Das finde ich halt richtig nice dran. Und, ah ja, ich zeige euch mal die. Das hier ist der Chill-Tower. Und noch zur Pump. Ich bin ein bisschen scheiße erst im Spiel. Ich muss noch ein bisschen üben. Ihr seht, wie ich viele Schüsse nicht treffe, aber... tut mir leid. Ich wollte euch gerade den Chili Thrower zeigen, aber er ist gerade gestorben. Vielleicht hat er... ui, der ist weggeflogen. Hier gibt es nochmal den Tomato Launcher. Konnte ich auch noch nicht richtig zeigen. Also, ihr seht, wenn man... wenn man einmal trifft... dann ist er direkt tot. Das finde ich halt... ist ziemlich okay, ne? Aber man muss natürlich auch treffen. Man kann hier ganz easy... ich nehme jetzt die Pump, weil ich noch einen Schuss im Tomato-Launcher habe. Mit... oh, da... ah, da oben ist er... ui! Und der trifft mich mit dem Tomato-Launcher. Das ist es. Echt, ey. Mist. Ja, wir nehmen uns einen Molotow mit. Haben unsere Pump bereit. Und ziehen da hoch. Erstmal Molotow drauf. Oh, scheiße. Ich bin so ein loster Typ, Alter. Heilige Scheiße. Hä? Wie bin... ich glaube, das war ein Bug am Spiel. Ich glaube, der Molotow war da, aber man hat ihn woanders gesehen. Scheiße. Egal, also man hat ja auch noch eine Sniper. Und auch eine ziemlich nice Waffe. Die macht One-Hit auf Headshot. Und man kann ziemlich schnell schießen. Da. Mann, ich will den doch snipen. Einfach so, um euch zu zeigen. Oh, er ist eh weg. Ja, mal hier die Leute. Das hier ist eine Granate und... ja, wir haben ihn einfach durch die Granate geholt. Wir werden uns die Pump nehmen. Den hier. Nicht, dass er unseren Punkt einnimmt. Oh, shit. Wir nehmen die MC. Ach, Digga, ich bin so ein loster Typ in dem Spiel. Dachte das einfach nicht. Egal. The Scarecrow done wandered off. Naja, das hier ist das LMG. Ich habe mich kurz gemutet. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Das hier ist das LMG. Das ist auch eine ziemlich OP-Waffe, aber man muss halt einmal am Anfang einmal so durchdrücken, damit es erst anfängt zu schießen. Das finde ich ein bisschen scheiße. Wir haben mal den Molotow. Warum? Ich glaube, wenn man ihn mit rechts weghält, dann kann man nicht gut
Und hier immer schön auf die Auto aufpassen. Das ist einfach ein Mülldreck. Zwei Autos gleichzeitig. Da konnte man nur sterben. Ich hätte eigentlich durchziehen müssen, aber... Das ist echt ein scheiß Capture Point. Wir werden die... Ui, der Typ hier. Ich habe wirklich gerade gefühlt keinen Bock mehr. Weil ich die ganze Zeit nur sterbe. Egal. Molotow. Also, ich hoffe, ihr checkt den Sinn von dem Spiel. Ui, den habe ich gerade anders noch geholt. Egal. Also, ich hoffe, ihr checkt... Den Sinn des Spiels, man, es gibt hier viele verschiedene Modis. Und ja, wir zocken jetzt Capture, The Flag und ich... Guck mal. Hier rein da. Mit dem Flamethrower. Natürlich, den konnte ich euch noch gar nicht zeigen. Der ist einer meiner Lieblingswaffen, weil er einfach zu OP ist. Guck mal, du kannst Waffen damit burnen und verschwinden lassen, wollte ich sagen. Und ja. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos hiervon sehen wollt oder nicht. Würde mich sehr interessieren. Jetzt, oh, er hat so kassiert. Oh, nee, Digga. Ich hab genau... Oh, alle haben kassiert. Ich gehe da schnell hin. Nee, scheiß drauf. Da war, glaube ich, eh nur zwei Trumps. Also, will die eh niemand haben. Aber... The Scarecrow's gone missing again. Die haben wir alle drei gerade echt hops genommen mit unserem Team. Hier, da ist einer. Wir werden hier außen rumrennen. Freund. Den Molotow nehmen. Ach, er wollte ihn auch gerade nehmen. Den haben wir. Und ja, also der Molotow kommt immer wieder neu, wenn die Milch an diesem Scheiße trinkt. Ja, da, seht ihr? Haben wir wieder. Da, perfekter Molotow, er kommt nicht durch und... Hier sind mehrere Typen. Och Mann, diese Mucke im Hintergrund auch noch. Ich fühle das Spiel echt. So wie es auch, es kostet nur 10 Franken. Also, halt, ich habe einen halt meinen Franken-Account. Also sind wahrscheinlich so 9,50 Euro oder so. Irgendwie so hat. Ui. Ja, darum, in dem Bereich so. Victory! Wir haben es gemacht. Seht ihr? Ganz easy, simples Game. Ich finde es richtig cool. So Leute, ich nehme das jetzt gerade nochmal im Nachhinein auf. Und ja, ich wollte euch nur sagen, dass das Ende ein bisschen heftig ist. Ich habe halt nämlich noch eine Runde aufgenommen und wollte ihn dann euch dann auch noch zeigen. Nur das Problem ist, da war irgendwie der Sound weg. Deshalb habe ich das jetzt gelassen. Wir haben bei einer Runde und das war es eigentlich jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das Spiel auch zocken wollt, holt es euch für 10 Euro im Steam Store oder keine Ahnung, wie soll ich das nennen. Und ja, ich werde natürlich auch mit Roman darüber Videos machen, wie ich am Anfang gesagt habe. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.